Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Runde von Roblox mit und von euren Dar Steffen Zocht. Und ja, ich spiele wieder mal eine Runde Roblox nach langer, langer Zeit. Und wieder mal einen meiner beliebten Spielgenres hier, einen Tycoon. Ich play mir gleich mal den Port Hafen von Dar Steffen Zocht. Und ja. Da haben wir uns einmal hier die Sachen. Das war alles kostenlos noch. Aber jetzt kostet es natürlich alles ein bisschen was. Und ja. Komm mal. Doppelter Cash. Auto Collect. Da hinten ist eine Truhe. Du musst eine Gruppe scheunen. Oben Shop. Können wir mal reingucken, was es da gibt. Ich glaube, das brauchen wir erstmal noch nicht. Starterpaket. Okay, ich sehe mit Auto Collection. Double Daily Awards. Okay, da können wir mal drüber nachdenken, ob wir das machen. So, das holen wir uns erstmal. Und jetzt tut es, glaube ich, immer Auto collecten. Das Geld. Oder, warte mal, mal gucken, was das jetzt macht. So, das müssen wir auch. Nee, das macht es nicht automatisch. Brauche ich das Auto collect? Auto permanent. Ich glaube, das brauche ich. Get by P. Nee, ich hab's. Oder? Nee. Okay, alles klar. Ich kaufe aber hier ein paar Sachen. Ich kaufe ein K. Ich muss das jetzt mal alles schön ausbauen. Hier vorne. Da. Wow, wow, wow. Ganz ruhig Spiel. Nicht ausflippen, bitte. Sonne, 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 Sonne. Free Speed mal 5. 90 Dinger. Okay, Hummer. Naja, warte erstmal, wo wir das machen. Kaufe Fischer baut. Kaufe epischen Speed. Okay. Holen wir uns mal. Eintragen Boot 2. Okay, Eintragen Boot 2 heißt einsteigen. Okay. Fischboot. Wir holen das hier, ne? Da haben wir noch ein Boot gespawnt. So. Das Teil haben wir. Das brauchen wir erstmal noch nicht. So. Was haben wir hier noch? Okay, alles klar. Haben wir schon einiges jetzt geholt.
Ein kleiner Hafen ist ja schon da hier mit Fischerbooten, ein paar Speedbooten, so ein Segelboot, also so ein Speedboot, mit dem man ganz schnell fahren kann. Und hier backt so ein bisschen der Surfer rum. Alles klar. So. Ich muss auch gleich mal erweitern hier. Mal sehen, was es hinten noch gibt. Oder endet hier die Straße etwa? Claim, claim. Wo muss alles mal schön? Japan, Griechenland. Ah, das sind andere Regionen. So, ich verstehe. Sehr interessant. Nicht übel. Für 80 Token. Ich habe gerade mal. Wow! Ach so, das ist das. Ah. Verstehe. Deswegen spielt man das so durch. Jetzt verstehe ich. Ich habe immer gedacht, warum speedet der da so, ne? Aber ist das hier ein Speedstreifen, da man sehr schnell laufen kann. Jetzt verstehe ich. Okay. Alles gut. Boah. Geil. U-Boot. Aber 5 Token, da habe ich doch. Nicht 50. Achso, 5K-Token. 5K-Token will's haben. Okay, alles klar. 5K-Token habe ich natürlich noch nicht. Ich habe erstmal 15 Token. So, gut. Wird doch langsam schon eine schöne Gegend hier. Und ja, das sind halt keine dauerhaft Spiele hier, die man dauerhaft spielen kann, diese Tycoon-Spiele. Irgendwann sind die auch mal durch. Also, da mache ich, denke ich mal, immer so ich würde sagen, na, sag schon. Tycoon-Spiel mache ich vielleicht maximal 2 bis 3 Folgen, würde ich sagen. Weil ich denke mal, mehr lohnt sich da auch nicht, was das angeht, um mehr Folgen zu machen, weil, wie gesagt, wird da dann auch sonst langweilig. Deswegen mache ich, denke ich mal, nur maximal 2 bis 3 Folgen pro Tycoon-Spiel. Das heißt, okay, ich baue hier so weit wie es geht auf und dann geht es mit anderen Sachen weiter. Und hoffe mal, dass das so für euch soweit okay ist und nicht zu langweilig wird. Und ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Tycoon-Spielen haltet, ob sie für euch interessant sind oder eher nicht so interessant, ob Roblox für euch interessant ist oder eher nicht so interessant, weil Roblox ist auch nicht jeden seine Sache, was das angeht. Ne, das muss man auch dazu sagen. Roblox interessiert ja auch nicht jeden hier. Es ist nicht so, dass es dass Roblox hier jeden interessiert oder spannend findet. Ich sage jetzt auch nicht hier, sagen wir mal so, das spannendste Spiel. Das weiß ich ja auch. Und ja. Aber ich finde, gehört halt dazu. Und ich hab's halt auch und ich möchte jetzt auch gerne wieder ein bisschen öfter spielen. Roblox-Spiel. Habe ja immerhin noch das Premium drauf.
Deswegen möchte ich das gerne auch etwas noch ausnutzen wieder. Weil, wenn man schon das Premium hat davon, sollte man es auch schon nutzen. Und hier nicht tot liegen lassen und nicht benutzen. Das ist ja ein totaler Schwachsinn, wenn man das nicht macht. Das soll man das schon schön ausnutzen. Und das mache ich jetzt auch wieder. Erstmal, zumindest erstmal so für Mittwoch die Folge, dass ich damit erstmal Mittwochsfolgen ausfülle, weil momentan habe ich weniger Lust auf Star Wars Jedi's Wife. Momentan wird natürlich auch bald wieder weitergehen, das Spiel. Also jetzt werde ich jetzt nicht dauerhaft lange pausieren. Aber ich werde vielleicht immer so alle 2 Wochen das so machen. Alle 2 Wochen eine Star Wars Folge, alle 2 Wochen so eine Tycoon Folge von Roblox, weil dann hat man so eine kleine Abwechslung, es ist nicht so langweilig und ich denke, für euch ist es auch dann noch eine schöne Abwechslung, wenn man mehrere Spiele hat. Also Wochenwechsel sozusagen und ja, soll ich auch fast einmal sagen, wir sind schon mal relativ weit in der Folge. Hoffe, ihr hattet auch wieder viel Spaß gehabt beim Zuschauen und seid auch das nächste Mal wieder dabei zur nächsten Folge von Let's Play Roblox. Mit und von eurem Dorf Steffen zockt. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Zeit. Bleibt mir treu gewogen und gesund. Hinterlasst gerne ein Like und Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, frisch und munter in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin eine schöne Zeit, bleibt mir treu gewogen und gesund und möge wie immer die Macht und das Roblox-Blut mit euch sein. Euer Darth Steffensock sagt ciao, ciao, ciao mit V. Natürlich mit einem doppelten großen V. Also dann, bis bald, bis bald, bis bald, euer Darth Steffensock.